Doris Hofer und Kerem Akken. Seit 9 Jahren sind sie ein Paar. Wenn du wirklich verliebt bist, dann kennst du kein Hindernis. Der Job zwingt Doris jetzt zu einem Neustart. Und von der Türkei in die Schweiz. Erst dachte ich, Gott, du gehst zurück, weil du es nicht geschafft hast. Andrea und Pedro haben sich in Kolumbien kennengelernt. Nach vielen Hürden sind sie endlich zusammen in der Schweiz. Und sind kurzem das Dritte. Es ist wunderbar, so eine Überraschung zu bekommen, wie ihn. In Schweden hat Niklas Wibring vor einem Jahr erfahren, dass er Krebs hat. Kurz nachdem Florence aus der Schweiz zu ihm gezogen ist. Wir möchten euch mega gerne ein Update geben, wie das letzte Jahr für uns war. Liebe fragt nicht nach dem Pass. Bei Hin und Weg begleiten wir seit 6 Jahren Menschen, die wegen der Liebe alles zurücklehnen. Und ein paar von ihnen begegnen wir jetzt wieder. Forever you and me. In die Türkei ausgewandert ist die Schweizerin Doris Hofer ursprünglich wegen ihrem Ex-Mann. Vor 6 Jahren haben wir sie und ihre Familie hier in Istanbul besucht und haben gezeigt, wie sie sich als Fitness-Influencerin ein grosses Business aufgebaut hat. Inzwischen hat sich in ihrem Leben aber einiges verändert. Früh am Morgen in Istanbul. Und doch schon zu spät. Doris Hofer weckt ihre Kinder. Guten Morgen. Ich habe verschlafen, weißt du? Komm, setz dich. Nur komm, ich komm. Tochter Zoe und der Sohn Noah kommen nur langsam in die Gang. Teil der Patchwork-Familie ist auch Doris, ihren Partner Kerem. Sie reden zusammen Deutsch, Türkisch und Englisch. How is it possible it didn't ring? Ich sollte um 6 Uhr aufstehen und um 6.25 Uhr. Schau ich auf die Uhr, warum hast du nicht geklingelt? Ich habe alle 5 Minuten auf die Uhr geschaut. Das ist wirklich noch nie passiert. Nur Noah ist rechtzeitig aufgewacht. Ja. Zoe schafft es noch locker auf den Schulbus. Gehen wir runter. Noah steckt Doris auf der Straße noch zum Mittag zu. Die Familienmomente mit Hund, Kind und Mann sind nicht mehr selbstverständlich. Seit ein paar Monaten pendelt Doris zum Arbeiten in die Schweiz. Hat er hier auch getrimmt? Ja, ich habe dann auch noch. Sieht sehr gut aus. Das Rezept unserer Liebe? Respekt. Und wir sind uns sehr ähnlich. Wir sind Macher. Wir mögen es nicht, Sachen aufzuschieben. Wir schreiten schnell zur Tat. Das liebe ich an ihm. Wir wissen, wann wir aufhören müssen. Wir kennen die gegenseitigen Grenzen und drängen den anderen nicht. Wir streiten nie. Der Kerem Akken ist 50 und hat sich als Architekt einen Namen gemacht. Heute muss er auf die Baustelle. Normalerweise wird Doris jetzt ins Homeoffice. Aber heute nimmt sie sich Zeit für mich. Wie groß ist die ganze Wohnung? Wahrscheinlich irgendwie 180 Quadratmeter oder so. Ja. Und dann halt Wohnzimmer. Du, aber weißt, also wenn ich das so sehe, ich meine, kann man sich das leisten in Istanbul? Früher ja, jetzt nicht mehr. Also wir sind vor 5 Jahren hier eingezogen, wir haben 8.500 Lira gezahlt. Jetzt will der Besitzer der Wohnung 80.000. Also es ist wirklich 10-mal mehr. Zehnmal mehr? Zehnmal mehr. Inflation ist Begründung.
Okay. Ja. Die Aussicht ist schön und die genießen wir jetzt noch bis im März und dann gehen wir da raus. Ja. Die wirtschaftliche Situation in der Türkei hat sich enorm verändert. Die Inflation lässt die Preise explodieren. Die Auswirkungen treffen Doris hart. Vor ein paar Jahren hat sie eine Ausbildung gemacht als Life-Coach und seither eine eigene Praxis geführt. Also, als ich die Praxis aufgemacht habe, dann sind die wirklich noch gekommen. Also, ich habe gut verdient und also eigentlich Judi-Hui, oder? Und nachher mit der Zeit einfach die gleichen Personen, die mir gesagt haben, hey Doris, wir kommen so gerne zu dir, aber wir können es einfach nicht mehr leisten. Okay. Und also, du bist irgendwann da gesessen und hast wieso gemerkt, ich verdiene kein Geld mehr? Ja, genau. Einfach nichts mehr. Ja. Und das ist natürlich schon so eine naheliegende Lösung. Ich meine, du bist Schweizerin, bist Journalistin, bist PR-Fachfrau, kannst schreiben, hast 3 Bücher rausgebracht, Sozialmedien, du weißt wirklich, von was du redest. Also, ja. Aber du musst zurück für das. Doris kann in der Türkei auf eine erfolgreiche Karriere zurückschauen. Merhaba, Band Squad Girl. Bugün Karim çalışıyoruz. Çünkü ben size sordum uygulamadan. 4 dakika, 4 egzersiz. Bu yaza hakikaten fit gireceğiz. Hemen başlıyoruz. 1. Als Fitness-Influencerin hat sie ihre Follower online in die Schweiz gebracht. Unter dem Namen Squad Girl ist sie berühmt worden. Vor 20 Jahren ist die Bernerin für ihren ersten Mann auf Istanbul ausgewandert. Türkisch hat sie nicht können. Und gleich war sie bei der Bilderbuch-Hochzeit sicher, die Liebe ist für immer. Eine Beziehung, ein Ja sagen, einander heiraten, heisst, du bleibst zusammen. Und ja, du hast es vor, immer zu bleiben. Und du gibst diesem Menschen alles. 2 Kinder haben sie bekommen: Zoe und Noah. Aber nach 8 Jahren ist die Ehe auseinander. Auch damit die Kinder ihren Vater weiter sehen können, hat sich Doris entschieden, in Istanbul zu bleiben. Halt dich aber gut fest, okay? Ich habe das Land gern. Ich habe Türkei wirklich gern. Ich fühle mich hier wohl. Und ich habe mir auch etwas aufgebaut. Also, nach der Scheidung habe ich mit diesem Blog angefangen. Und ich habe jetzt hier 3,5 Jahre investiert. Und jetzt bin ich so kurz vor der Ernte. Darum möchte ich jetzt schon noch ein bisschen hier bleiben. Dann ist eine neue grosse Liebe in ihr Leben getreten. Der Kerim. Er hat lange in Los Angeles gelebt und hat Doris nur über die sozialen Medien kennt. Wo sie ihren Beziehungsstatus auf Single gewechselt hat, ist er aktiv geworden. Ich schickte ihr eine Freundschaftsanfrage. Einen Monat später, am 23. Januar, flog ich hierher. Als wir uns am Flughafen zum ersten Mal gesehen haben, sagten wir Hallo und begannen uns zu küssen. We said hi and start kissing, actually, right? Aus dem Kerem und seiner fast erwachsenen Tochter und der Doris mit ihren beiden Kindern ist eine Patchwork-Familie geworden. Yeah! To the camera. Der Kerem hat Doris unterstützt und auf dem Boden gehalten. Bleib natürlich. Natürlich? Wie geht das? Von außen könnte man meinen, sie sei hochnäsig. Aber im Gegenteil, sie gibt sehr viel. Die anderen kommen immer zuerst. Das liebe ich. Erinnerst du dich? Sie mochten das, weil sie den Bauch sehen konnten. Aber weißt du, so Squad Girl, du hast dich gefilmt bei jedem Training, ich glaube, bei jedem Essen. Ja. Gell? Ja. Gibt es das noch? Nein, das gibt es nicht mehr. Ja, da machst du nicht mehr. Ja. Was war das für eine Zeit für dich? Es war auch eine gute Zeit. Weil ich habe mir in einem Land, wo ich am Anfang nicht einmal die Sprache reden konnte, habe ich mir etwas aufgebaut. Und zwar etwas, was sonst niemand gemacht hat. Ich war die erste Fitness-Influencerin hier. Das Good Girl war halt schon jemand, der immer aufgestellt ist und motiviert. Und jetzt muss ich das halt alles nicht mehr. Jetzt kann ich arbeiten, so wie alle anderen auch. Ja. Und eben das Girl. Das habe ich dann irgendwie nicht so überlegt, dass du irgendwann nicht mehr Girl bist.
wo sich Andrea und Pedro kennengelernt haben. Vor 4 Jahren war es bei einer Trekkingtour in Kolumbien. Haben die beiden noch keine Ahnung gehabt, wie viel Geduld und Durchhaltewillen sie werden brauchen, bis sie endlich zusammenfinden. Andrea und Pedro Dugarte leben im Zürcher Oberland. Und aus 2 sind 3 geworden. Die Schweizerin und der Venezolano sind seit einem Jahr Eltern vom kleinen Levin. Tschüss, anfangen, Baby. Tschüss, anfangen, Baby. Aus einer zufälligen Reisebekanntschaft ist eine Familie geworden. Nie hätte ich gedacht, dass mein Leben eine solche Wendung nimmt. Unglaublich, das hätte ich nie erwartet. Es ist wunderbar, wenn du eine solche Überraschung bekommst, wie ihn. Aber Andrea und Pedro haben sich ihr Glück verdienen. Bis sie zusammenleben konnten, haben sie viele Hindernisse überwinden. Kinder kommt es mir vor, als wäre es mega lang her. Aber eigentlich ist es ja erst 2 Jahre her, seit er jetzt da ist, Pedro. Andrea hat vor 4 Jahren eine Weltreise gemacht. In Kolumbien hat sie Pedro getroffen. Er ist ihren Guide und Übersetzer. Ein paar Tage sind sie zusammen unterwegs auf einem Trekking in die geheimnisumwobene Ciudad Perdida, die verlorene Stadt. Als ich ihr Piercing sah, war ich total abgelenkt. Sie sagte bla 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 und ich fragte mich, wie es wohl wäre, sie zu küssen. The sensation to kiss her will be, that was my thought. Und das war unser erstes Bild. Hättest du dir da vorstellen können, dass der, der neben dir sitzt, irgendwann der Mann von deinem Leben wird? Nie. Nie im Leben. Aber dann bleibt Andrea wegen Corona in Kolumbien stecken. Dann war er der Einzige in Santa Marta, den ich noch kannte. Ich habe gesagt, ich brauche jemanden, der mir hilft, das Wasser zu schleppen. Also du hast dich eigentlich bei ihm einfach gemolden, weil du Unterstützung gebraucht hast, right? Ja, oder? Der Wasserträger. Oder? Ja, und das war dann das erste offizielle Foto. Als wir ein Paar waren. Ja. Andrea musste zurück in die Schweiz arbeiten. Aber schon gleich ist sie wieder zum Pedro geflogen, mit etwas ganz Speziellem im Gepäck. Es ist sogar noch in Plastik. Ja, oder? Ich musste ja schon ein bisschen schauen, was nehme ich da für ein Kleid mit? Es hätte ja nicht so ein riesiges Kleid sein. Nein, für den Koffer. Weil ich ja nicht so viel Gepäck hatte, irgendwie. Also so hättest du heiraten. So würde ich heiraten. Oder? Wenn? Ja, das wissen wir jetzt noch nicht. Die Hochzeit ist geplatzt, weil Pedro Venezolaner ist und sie nicht alle Papiere hatten. Immer wieder fordern die Behörden neue Unterlagen. Ich bin etwas nervös. Tell me. Ja. Sind Sie hier? Yes. Ja. Mit vielen Beglaubigungen. Haben wir dann alles zusammen? Ja, außer der Übersetzung. Sie sagen 8 Tage. Okay. Ich glaube, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ja, eine Ewigkeit. Ja. In der Schweiz ein gemeinsames Leben aufbauen, das ist der Plan. 2 Jahre nach dem Kennenlernen ist er endlich da. Der heiß ersehnte Bescheid. Genau am Weihnachtstag. We have the visa. Wir haben das Visa. No way! Oh, that's... Unglaublich, oder? Hoi. Ein paar Wochen später kommt Pedro in die Schweiz. Ich kann einfach den Pedro irgendwo stehen lassen. Oh nein! Möchten Sie, Frau Andrea Götz, mit Herrn Pedro Dugarte Sanchez, die hier eingehen? Ja.
Und möchten Sie, Herr Pedro Ducati Sanchez, mit Frau Andrea Götz die Ehe eingehen? Dann antworten Sie mit Ja. Herzlich willkommen. Unsere Familie. Schön. Zusammenleben in der Schweiz. Andrea und Pedro haben es geschafft. Söhnli Levin macht das junge Familienglück perfekt. Ein Jahr ist das her. Der Pedro versteht in der Zwischenzeit fast alles. Hast du auch alles gegessen als Kind? Nein, nicht alles. Was hast du nicht gegessen? Ich weiß nicht auf Deutsch, aber das ist Zucker. Das hattest du nicht gerne? Nein. Und jetzt schon? Ja. Sollte ich das machen? Hä? Sollte ich das machen? Nein, du kannst das Wasser herausdrücken. Die Marketingfrau Andrea arbeitet 3 Tage in der Woche, der Pedro 4. Also der Pedro macht einen Tag, Papi-Tag, was mega super ist für beide, für den Levin und für den Pedro. Und meine Mami hütet den Tag um meinen Papi. Sie mit ihm zu Mittag machen. Muss ich ein bisschen vorwärts machen. Aber du hast jetzt ein Rüebli. Musst du ihn wickeln? Ja. Oder soll ich? Ja, ich kann. Das haben wir von Anfang an gewusst, dass es halt auch finanziell sowieso nicht aufgeht, wenn ich nicht mehr arbeiten würde oder weniger. Ja, und ich glaube, darum haben wir uns einfach auch ein bisschen mit dem abgefunden und jetzt aber auch ein bisschen die Routine gefunden. Oder es ist, ja, es ist sicher nicht einfach und ich meine, es ist beides zusammen anstrengend. Ja, ist man dann am Abend sicher müde, aber wer ist schon nicht müde am Abend? Nein. Nicht mehr. Nur ein paar Kilometer von Andrea und dem Pedro weg in Zürich. Doris Hofer probiert ein neues Lebenskonzept aus. Seit letztem Sommer ist sie 2 Wochen im Monat in der Schweiz und 2 Wochen in Istanbul. Bei einer Werbeagentur hat sie eine Vollzeitstelle gefunden. Als PR-Fachfrau ist sie auch für die sozialen Medien zuständig. Was trinkt ihr? Du hast immer noch nichts zu trinken bekommen. Ein bisschen Wasser. Zusammen mit dem Team beraten sie einen türkischen Kunden, der sein Parfüm in den sozialen Medien bekannt machen will. Ihre Sprachkenntnisse kommen ihr entgegen. Der türkische Kunde ist schon online anlassen. Danke vielmals, dass du vorbeigekommen bist. Das ist natürlich viel sympathischer als irgendwie so über den Bildschirm. Wir haben uns da ja so ein bisschen Gedanken gemacht, eben was die Situation jetzt ist und wo du gerne möchtest hergehen. Ziel ist von uns natürlich, das Ganze möglichst das Europa. Mhm. Das, was du willst, und zwar unser Produkt wirklich als Luxusmarke positionieren, das kommt auf Instagram einfach zu wenig über. Sozialmedien, das ist ja das Schöne an meinem Job. Du kannst mit relativ wenig Budget kannst du wirklich viel erreichen. Hallelujah! Yeah. Genau. Eine Nüde. Genau. Das ist so. Was jetzt da so gesetzt wird, bis die Kinder auch von Zürich aus nimmt Doris Anteil am Leben von ihren Kind. In den 2 Wochen, wo sie in der Schweiz ist, lebt sie beim Vater, der Doris, ihrem Ex-Mann. Hey, hast du gut? Wie geht es dir? Ist er immer noch im Verband? Oh. Ah, du hast den Verband ausgezogen, oder? Er ist weg? Ja, weil wenn mein Vater kommt, muss ich es wieder zumachen. Macht er das für dich oder müsst ihr zum Arzt gehen? Nein, mein Vater macht es. Ja, super. Und? Habt ihr irgendetwas im Kühlschrank, so Früchte oder so? Ja. Ich hab dich so lieb, mein Schatz. Ich dich auch. Vermisse ihn schon. Aber ja, irgendwie, also weißt, vorher waren sie auch jeweils 1 Woche bei Papi und dann wieder 1 Woche bei mir. Und ich finde es irgendwie wichtig, dass du da nicht irgendwie die ganze Zeit in das
Zuhause, das sie bei ihrem Papi eindringst. Darum bin ich mich eigentlich gewohnt, dass wir uns nicht jeden Tag hören. Zwei Wochen in der Schweiz, zwei Wochen in Istanbul. Wenn immer möglich, kommt Kerem Doris besuchen. Dann bin ich mega aufgeregt und wirklich so das Herzflattern immer noch. Ich freue mich extrem. Können wir ein Selfie machen? Ja, natürlich. Ja, das ist mega lieb, weil ich habe gedacht, das ist doch dumm. Ja. Auch in Zürich holt sie die Vergangenheit als Quad Girl ein. Ein Fan spricht sie an. Und du kommst ja auch aus der Türkei? Aus der Türkei, ah, genau. Lass uns Türkisch sprechen. Ja, wir haben eine Bombe, die in so einer Strebik durch die Jury am Märgern in den Weg zu bringen. Habe ich nur. Komm, ich gebe nicht. Wenn der Kerem bei der Doris in Zürich ist, bleibt er gerade eine Woche. Welcome. Geht's gut? Ja. Ich hab dich vermisst. Du siehst super aus. Ich in grün, du in grau. Seit 8 Jahren zusammen, oder? Ja, es geht gut. Nein, wir sind seit 9 Jahren zusammen. Nein. 8, 9. Physisch 8, im Kopf 9. 2015. Zwei Wochen hier in Zürich, zwei Wochen in Istanbul. Wir wagen es, es ist aufregend. Wir hoffen, dass wir das Beste von beiden Ländern mitnehmen können. Der Kerem will Zürich und Schweiz besser kennenlernen. Die Leute sitzen am Ufer und gehen schwimmen. Aber dieses Jahr haben wir die Saison verpasst. Hier darf man schwimmen? Ja, aber nicht überall. Als Architekt kann der Kerem in der Schweiz im Homeoffice arbeiten. Doris war skeptisch. Ich hatte die Idee und musste sie erst überzeugen. Ja, am Anfang war ich dagegen. Der erste Gedanke war, oh Gott, du gehst zurück, weil du keinen Erfolg hast. Aber dann realisierte ich, es hat nichts mit dir zu tun. Die letzten nationalen Wahlen in der Türkei spiegelten mich und meine Werte nicht mehr wider. Und die Wirtschaft geht bach ab und ich leide darunter. Jetzt suchen die beiden in Zürich eine Wohnung mit viel Platz für Besuch aus Istanbul. In Istanbul nimmt es mich Wunder, wie Zoe und Noah mit der neuen Familiensituation umgehen. Was eine Überraschung, weißt du, als Doris gesagt hat, ich gehe in die Schweiz. Ja, es war eine sehr schöne Überraschung. Ich bin sehr happy für sie und auch sehr stolz. Okay. Warum sagst du stolz? Weil Sachen waren ein bisschen schwierig für sie, auch in der Türkei. Mhm. Aber sie hat immer so viel gepusht und viel gearbeitet. Also ich bin sehr stolz auf sie. Ja. Hast du Lust, irgendwann auch in der Schweiz zu leben? Ja. Ja? Weil meine Mutter ist dort und auch es hat bessere Schule. Und bei dir? Nein. Nein. Ich hoffe, dass ich kann Theater studieren. Und London. Okay. Das ist sehr schön für das. Also ich hoffe, dass ich kann dort gehen. Ja. Also dann, wenn du fertig bist mit der Schule in 2 Jahren, ja, gehst du nach London. Hoffentlich. Und du gehst in die Schweiz. Ja. Ja. Ja, bin noch nicht beim Kokosnuss. Auch die Schweden gibt es ein Wiedersehen. Huhuhulala. Liebe in guten und in schlechten Zeiten. Du siehst super aus. Die Schweizerin Florence und der Schwede Niklas kennen beides.
Unser neues Zuhause. Riesig. Die Hundedusche. Ja, darum liebt sie mich. Yes. Wegen solchen Sachen. Der Niklas hat eigenhändig ein Haus für sie zwei gebaut. Florence hat in dieser Zeit noch in der Schweiz gewohnt und ist mit Sack und Pack und 9 Hunden zum Niklas ins fast fertige Haus gezogen. Oh, ja. Oh. Oh mein Gott! Is it okay? Ist das recht so, Madame? Es ist mehr als okay. So? Hä? So, welcome. Willkommen in Schweden, Schatz. Skål. Aber kurz darauf wird ihr Glück erschüttert. Der Niklas ist krank. Sie sagten mir, es sah nicht gut aus. Alles sei von Krebs befallen. Unsere Welt wurde auf den Kopf gestellt. Ich dachte, okay, was nun? Bin ich in einem Jahr nicht mehr am Leben? Muss ich schon sterben? Ich war verwirrt. Sie sind einfach nur nonstop Tränen gelaufen. Und natürlich ganz viele Szenarios, die durch den Kopf gehen. Das Einzige, mit dem ich mich nicht abfinden kann, ist, dich hier allein zu lassen. Es ist ganz einfach. Du darfst mich nicht allein lassen. Dann tue ich es nicht. Du darfst nicht. Ich bin verloren. So haben wir die beiden vor einem Jahr verloren. Nice, huh? And so quiet. Ja. Jetzt haben sie uns eine Videobotschaft geschickt. Ja, guten Tag aus Schweden. Bei uns ist es noch relativ kalt. Aber so die ersten Frühlingsgefühle kommen Anfang durch. Und ja, wir möchten euch mega gerne ein Update geben, wie das letzte Jahr für uns war. Oder am besten macht das der Niklas für euch. Was? Ein Update. Wie war das letzte Jahr? Ein Update für mich. Von dir, ja. Ah, von mir. Ich ging durch die Hölle. Aber dieses Mal habe ich den Kampf gegen den Krebs gewonnen. Wo immer sie suchen, sie können nichts mehr finden. Ich hatte mehrere Operationen, 3, 4. 4 und 6 Monate Chemotherapie. 6 Monate Chemo. Es ist vorbei. Und es fühlt sich gut an. Großartig. Und übrigens, wir haben ein paar neue Hunde. Nein, haben wir nicht. Wir sind jetzt happy. Hat sich das gelohnt, was der Niklas alles hat mir durchstehen letztes Jahr. Und dass es ihm im Moment gut geht. Und ja, wir hoffen, wir dürfen euch gleich wieder ein Update geben mal und senden liebe Grüße aus Schweden. Bye, bye. Bye, bye. Istanbul. Mit über 15 Millionen Menschen die grösste Stadt der Türkei. Weil die Inflation im Land so hoch ist, wird der Alltag für die Menschen immer schwieriger. Der politische Kurs der Erdogan-Regierung hat das gesellschaftliche Leben verändert. Auch wenn gerade in der Metropole Istanbul viele seine Ansichten nicht teilen. Kannst du noch sagen, das ist meine Heimat? Ja, es ist sicher, also politisch gesehen, die Entwicklung ist nicht so, wie ich mir sie für das Land wünsche. Ja, dass es einfach immer konservativer, immer islamischer wird, sind alles Sachen, die mir nicht so Freude machen und die ich auch nicht in Zukunft weder für mich noch für meine Kinder hier sehe. Du pendelst jetzt ja, also alle 2 Wochen, das stelle ich mir persönlich recht anstrengend vor. Nein, das mit dem Putzen ist ein bisschen blöd. Mit dem Putzen? Ja.
dann komme ich meistens am Samstag am Abend heim. Ja. Und am Sonntag fange ich wirklich am Morgen an zu putzen. Das nimmt mir etwa einen halben Tag. Und dann auf den Merit einkaufen für eine Woche. Ja. Und gleichzeitig wollte ich natürlich möglichst viel Zeit mit den Kindern verbringen. Das muss ich irgendwie auch noch reinbringen. Ja. Aber es geht irgendwie alles. Aber du musst aufhören, Perfektionistin zu sein. Ja. Leben in zwei Welten. Vorübergehend. In zwei Jahren wollen sie nämlich fix in die Schweiz zügeln. Am Nachmittag sind wir beim Kerem seiner Mutter eingeladen. Du hast eine enge Beziehung zu deiner Mutter. Ja, wir sind uns sehr nah. Mindestens einmal pro Woche sehen wir uns. Und immer, wenn ich in der Nähe bin, schaue ich kurz vorbei. Ja. Buddha Ban? Das ist sie, als sie jung war. Wow, mit einer Vespa. Oder Vespa? Ja, ja. Ich sagte, sie ist so cool. Vor 50 Jahren. Damals trugen wir Schlaghosen, kurze Röcke oder Miniröcke. Ich wohnte in einem kleinen Dorf und wir waren unglaublich frei. Das ist, wo sie aufgewachsen ist. Sie ist Frau beim Fußball. Ah ja. Wir spielten mit den Buben zusammen. Was ist sie für eine Mutter gewesen? Sie war immer lieb und fürsorglich. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie je wütend war oder mich ausgeschimpft hat. Sie arbeitete für die Regierung und ihr Büro war sehr kinderfreundlich. Ich erinnere mich, wie ich dort stundenlang gezeichnet und gegessen habe. Die Beziehung der Eltern war schwierig. Die Mutter hat sich getrennt und Kerem und die Schwester allein aufgezogen. Auch Kerem hat, wie Doris, eine Scheidung hinter sich. Both of you are divorced. Ihr seid ja beide geschieden. Ist das eigentlich ein Problem in der Familie, wo ihr euch getrennt habt? Bei mir war es ein Problem. Mein Papi hat vor laufender Kamera gesagt, dass Höchst im Hoferstammbaum noch nie gegeben hat. Ja. Das hat mir wehgetan, weil ich mache mich in meiner ganzen Familiengeschichte und mir eine Chronik, die zurückgeht bis ins Jahr 1500. Ich kann mich nicht erinnern, dass da jetzt in dieser Linie, wo ich sie jemals eine Scheidung gegeben hat. Das hat es einfach nicht gegeben. Ja, mir war das mega peinlich. How was it? Wie war das, als Kerem ihnen gesagt hat, dass er sich scheiden lässt? Ich war sehr froh, als es zur Scheidung kam. Er hat genau das Richtige getan. Wirklich, es musste ja so kommen. Ich war offen, meine Ex-Frau eher konservativ. Es war kein guter Match. Vom Klischee her würde man jetzt denken, in einer türkischen Familie ist das ein Riesenproblem. Genau. Wir in der Schweiz sind komplett offen. Ja. Aber da ist es genau umgekehrt. Ja. Der Schweizer Vater hat gefunden, hat es bei uns noch nie gegeben, eine Scheidung. Ja. Mega interessant, gell? Oder? Ja. In zwei Jahren, wenn die beiden ja dann in die Schweiz ziehen, gehen sie sie dort besuchen. Solange ich kann, natürlich. Wieso nicht? Notfalls komme ich mit Stöcken. Mit den Stöcken. Das ist so das Lieblingsdessert der meisten Kinder. Actually, eating is something which goes very close to the heart. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave him, baby, let me down slowly. Was sagen deine Eltern dazu, dass du ins Theater gehen willst oder Musik machen willst? Meine Mutter und Vater sind sehr supportive. Ja, unterstützend. Unterstützend, weil sie wissen, dass
wenn ich mache etwas, ich habe gerne, dann will ich schon erfolgreich sein. Denkst du, du bist in 2 Jahren dann schon bereit, weißt du, alleine nach England zu gehen, allein zu leben? Ich habe für Sommerferien 2 Wochen alleine gegangen zu London. Mhm. Und es hat so gut gespielt. Ich glaube, ich bin schon parat. Ja. Und Salz hast du schon reingemacht? Nein, jetzt. Jetzt, ich lege Aromat. Aromat? Nein. Ja, Mami, ich habe es so gerne. Du bist schon Schweizer Bürger, aber jetzt wirst du Schweizer Ehrenbürger. Ich bin mir. Pedro Dugarte vor gut 2 Jahren von Kolumbien in die Schweiz kam, hat er so schnell wie möglich arbeiten. Er hat einen temporären Job als Erntehelfer gefunden. Als Einziger konnte er auch über den Winter bleiben. Heute überprüft er, ob die Aprikosenblüten den Kälteeinbruch überstanden haben. Ich wuchs in den Bergen auf. Die Natur gehört zu meinem Leben. Darum mag ich diese Arbeit. In Kolumbien hat er als Tourguide gearbeitet. Aber in seiner eigentlichen Heimat Venezuela war er Polizist. Wir gingen zur Polizei, weil wir Menschen helfen wollten. Aber in Venezuela ist das fast unmöglich. Doch ich habe gelernt, mit vielen unterschiedlichen Sachen umzugehen. Ich war flexibel. Als Tourguide in Kolumbien zu arbeiten, war schwierig, aber es half mir, zu dem Menschen zu werden, der ich heute bin. Guten Morgen, Rafi. Guten Morgen, Pedro. Ja. Die Heizung hat funktioniert? Funktioniert super. Ja. Schön, ja. Die Blüten sehen noch gut aus. Gut. Nicht gefroren? Ja. Nein. Sehr schön. Ja. Das ist gut. Temperatur auch? Ja. Gut. Top. Ja. Der Pedro hofft jetzt auf eine Festanstellung. Das wäre eine finanzielle Entlastung für seine kleine Familie. Jedes binationale Paar lebt mit 2 Kulturen. Der Pedro weiß genau, was er am Levin mitgeben will. From my culture, von meiner Kultur hat er das Entspannte. A little bit chill. So ich finde das gut. Wenn er später mal Probleme hat, kann er sie mit einer gewissen Leichtigkeit angehen. Und von der Schweiz? Ja, vielleicht so ein das Organisiertere. Ah ja, das ist gut. Ein Mix von beiden ist sicher nicht schlecht. Okay. Hat er noch verkehrt. Weg! Oh. Wow! Zu rufen hat es auch Hunger. Wie du immer. Ob ich mir das vorstellen könnte in einem anderen Land, sage niemals nie. Aber ich meine, ja, man muss es auch ein bisschen realistisch sehen, oder? Ich meine, das Einfachste wäre natürlich, wenn man in sein Land, oder? Rein von den Formalitäten und so. Und das werden wir nicht wählen und auch nicht können, außer würde jetzt weiß nicht, was für ein Wunder passieren, aber Venezuela ist einfach von der Situation her so unsicher und man hätte dort kein gutes Leben. Ui, schau mal, der Schwan. Wow! Das Thema eines Geschwisterchens ist in Bearbeitung. Ist on the table. Aber ja, es muss auch alles dann so stimmen und ich glaube, wir haben jetzt ja, oder mal schauen, was so kommt in der Zukunft. Still, es sind lange Verhandlungen. Negotiation terms. Haben wir alles? Ja. Ein paar Kerzen?
Get drunk. Sollen wir uns betrinken? Du sagst Kerzen, ich sage betrinken. I say get drunk. Bei der Doris und dem Kerem gibt es etwas zu feiern. You found ihr habt eine Wohnung gefunden in Zürich. Gratulieren, das ist nicht so einfach. Maybe sometimes, maybe in two, glaubst du, dass du dich in ein paar Jahren in der Schweiz auch so richtig wirst zu Hause fühlen? Ja, ich denke schon. Das habe ich schon erlebt. Los Angeles wurde nach einer Weile zu meinem Zuhause. Ich bin offen und denke, es wird wieder so. Aber meine Freunde, meine Familie sind hier, also werde ich auch ab und zu hier sein. Also Istanbul oder Türkei wird immer meine zweite Heimat sein und bleiben. Was ich nicht mehr werde machen, ist irgendwie zwei Wochen dort und zwei Wochen da. Also das habe ich wirklich nicht vor, irgendwie auf ewig zu machen. Und in zwei Jahren kommt ja dann der Noah, so ist zumindest der Plan, auch in die Schweiz zu wohnen. Hast du das Gefühl, wie schwierig wird es für ihn auch, um diesen Schritt zu machen? Also er hat jetzt zum Beispiel gerade Schuhe gewechselt. Noch bevor die Schuhe angefangen hat, hat er irgendwie die Hälfte der Schuhe kennt, weil er irgendwie ins Training gegangen ist für das Basketball oder so. Also für ihn machen wir da irgendwie wirklich nicht grosse Sorgen. So actually, ein neues Land, eine neue Wohnung. So, der nächste Schritt wäre eigentlich eine Hochzeit. Wedding. Oder einen Hund habt ihr auch schon? Ja. Sure. Klar. Hast du gehört? Er hat gesagt, sure. Sure, also er wäre dabei. Ja? It's just like für mich ist das nur eine Unterschrift. Wir sind ein Paar. Es fühlt sich an wie verheiratet. I feel like married. I don't know. Also, es gibt keinen Hochzeitsantrag, aber er würde es unterschreiben. Nein, ich habe nicht gesehen, das geht gar nicht. Also, dann muss er sich schon ein bisschen mehr Mühe geben. Ja. Ja. Ja, tschüss. Tschüss. Ha ha ha.